Herzlich willkommen in Finchis Welt zur vierten Ausgabe. Vierte? Dritte? Vierte? Auf jeden Fall so dummes Gelaber für den Mai 2013. Ja, ihr hört es vielleicht schon so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber auf jeden Fall habe ich ein ziemliches Kratzen im Hals und irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde krank. Meine Frau und meine Tochter haben mich da bestimmt angesteckt. Naja, wir gucken trotzdem mal, wie weit wir hier heute kommen. Ich kann euch nicht versprechen, dass es zu lange wird. Ich meine, gut, ihr seht es ja eh schon, wie lange es wird. Ja, ihr kennt das Ganze. Es gibt die Beschreibung, beziehungsweise die Beschreibung, die Koordination hier, wo man klicken kann. Nicht hier neben mir, das mache ich nicht mehr. Das ist ja Quatsch, denn ihr könnt einfach unten die Videobeschreibung öffnen. Da könnt ihr in der Timeline so ein bisschen hin und her springen und findet dann da die einzelnen Kategorien, die ich anspreche. Aber wie immer sind das nur vier. Ihr kennt sie mittlerweile. Und natürlich gibt es kein dummes Gelaber, ohne was zu trinken. Ja, wollte ich immer schon mal tun. Vor der Kamera Sekt aus der Flasche trinken. Nein, es gibt Sekt heute. Warum gibt es Sekt? Das ist noch übrig. Wir hatten heute Taufe. Unsere Tochter ist heute getauft worden und ja, ist noch ein bisschen Sekt übrig, deswegen gibt es jetzt Sekt. Mmh. 11,5%. Fantastisch. Voll bekloppt. Naja, Sekt. Ihr seht, ich bin jetzt schon total konfus. Ich muss wieder auf mein Handy gucken. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, was ist im Mai alles passiert. Denn heute, mit der Taufe, das zählt ja eigentlich zu Juni, denn es ist ja heute der 1. Juni, wo ich das aufnehme. Ja, es ist im Mai wieder sehr viel eigentlich passiert. So am Anfang denke ich immer, oh Gott, es passiert gar nichts hier jetzt in diesem Monat. Und am Ende dann weiß ich wieder gar nicht, was alles passiert ist, weil es einfach zu viel war. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an bei den Sachen, die ich so, ja, ich rede einfach durcheinander. Was habe ich gekauft, was habe ich gemacht und so. Ich war, auf jeden Fall habe ich mir was gekauft, ein Fahrrad. Ihr möchtet kaum glauben, ein Fahrrad habe ich mir gekauft, denn ich möchte ein bisschen Fahrrad fahren. Denn ich habe in letzter Zeit gemerkt, ich habe so fitnessmäßig überhaupt nichts mehr drauf. Ich bin gut zu Fuß unterwegs, das kann man sagen. Ich kann gut schnell gehen über lange Zeit, das geht eigentlich ganz gut. Kommt daher, dass ich auf der Arbeit halt immer nur auf den Beinen bin, 8 Stunden, beziehungsweise 7,5, wenn man die Pause abzieht. Und nicht mal da sitze ich immer. Kommt halt darauf an, wer zuerst im Pausenraum ist bei uns, der hat halt die Sitzplätze, gut. Ja, aber deswegen so anders, wenn ich jetzt irgendwas anderes machen muss, wenn ich im Garten arbeite oder so, dann merke ich einfach, da ist nichts mehr. Das ist Kacke. Und früher oder später will unsere Kleine ja auch mal Fahrrad fahren. Und wenn dann Papa nicht mitkommt, dann ist das natürlich blöd. Deswegen habe ich mir von einem Arbeitskollegen jetzt ein Fahrrad gekauft. Nur mal gucken, wann ich dafür Zeit habe, für das zu machen. Denn das ist einfach zu sehr ausgebucht alles momentan. Selbst am Wochenende, wenn ich mal Zeit hätte, kommt dann immer irgendwas anderes dazwischen. Oder ich muss noch irgendwas machen oder keine Ahnung. Oder ich gehe dann noch arbeiten oder was auch immer. Naja, mal sehen. Ich werde da wohl... für die, die sich ein bisschen mit Fahrrädern auskennen, ich muss halt die Kette, gut, eine Kette wird jeder kennen vom Fahrrad, die muss ich wechseln und die Kassette hinten, die ist ein bisschen runter, da werde ich eine neue drauf machen, aber dann habe ich wieder ein super Fahrrad, was genau meine Größe hat oder für meine Größe richtig ist und dann mal gucken, wann ich dann ja mal ein bisschen fahren kann. Ich muss erstmal langsam anfangen, wir sind damals mal gefahren, weit bevor meine Frau schwanger war, sind wir mal ein bisschen mit dem Fahrrad gefahren und da habe ich morgens nur einen Muffin gegessen. Muss ich kurz erzählen, das war schon ein paar Jahre her, aber ist ganz lustig. Ich meine, eigentlich war es nicht lustig. Meine Frau hatte, glaube ich, ein bisschen Panik. Denn wir sind gefahren, nur ein paar Kilometer im Wald bei uns. Hier geht immer ein bisschen hoch, so leicht, aber ihr kennt das wahrscheinlich. Wenn man ein bisschen bergauf fährt, das reicht schon. Wenn man da geht, merkt man das nicht. Wenn man aber da fährt, man muss immer treten, weil man sonst zurückrollt, dann geht das schon ganz schön ja auf die Pumpe. Und wir sind ein Stück gefahren, haben uns dann da auf so eine Bank gesetzt und auf einmal merke ich, wie halt mein Kreislauf weggeht. Ja, Überanstrengung, nichts gegessen, was auch immer, war schon scheiße. Ja, und damit das halt nicht passiert, möchte ich da erstmal langsam anfangen und habe mir jetzt was anderes überlegt. Und zwar, wir haben ja Hunde, wie ihr schon ein paar Mal gehört habt. Und warum kann ich das denn nicht verbinden? Ich habe mir überlegt, verbind das doch einfach. Und auch wenn du nicht, weil Joggen will ich nicht. Joggen geht mir zu sehr auf die Knie und Joggen finde ich, ach, ist blöd, keine Ahnung, denn... Joggen ist einfach nichts für mich. Ich habe das damals mal versucht, ist auch schon Ewigkeiten her, aber ist irgendwie kacke. Und deswegen werde ich mit den Hunden erstmal, dass ich ein bisschen wieder reinkomme, hört sich jetzt blöd an, aber schnell gehen. Also
Walken. Walken ist aber, ja, ich finde Walken auch scheiße. Walken ist so meiner Meinung nach für alte Leute gedacht. Oder welche, die denken, sie würden dann Sport machen, aber dann eigentlich nur spazieren gehen. Und naja, was ich erzählen möchte, ich habe jetzt ein paar Mal damit angefangen, ich habe mir eine Strecke rausgesucht, die in unserem Wald, die geht knapp 6 Kilometer. Und wenn ich da gut unterwegs bin, habe ich die in einer halben Stunde. Also relativ schnell bin ich da wirklich unterwegs. Und das geht ganz gut. Es war so mal sogar so schnell, dass ich zwei Walker überholt habe. Ich kam so an mit den Hunden, und das ist ja auch schön, weil die Hunde ziehen ja. Ich habe die angeleint, weil bei uns im Wald momentan immer noch so eine Anleinpflicht ist wegen Rehe und Junge und so ein Kram. Das heißt, die Hunde ziehen auch schon mal nach rechts und links. Da bin ich immer mit denen so ein bisschen am Kämpfen. Ja, ist eigentlich ganz gutes Training. So für einen Einstieg ist das ganz okay. Ich muss noch was trinken. Sekt. Sehr lecker. Und ich gehe da so lang und ich sehe vorne zwei Walker. Mann und Frau konnte man erkennen von hinten. Volle Montur, voll in, mit ihren Stöckchen waren sie am Wandern. Und ich kam immer näher. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Sind die so langsam oder bist du so schnell? Und ich kam immer näher, immer näher. Und habe ich die überholt. Ich so, hallo. Der Mann guckt mich an. Hallo. Man war richtig, hab richtig gemerkt, wie genervt er war, weil er nicht schneller gehen konnte wegen seiner Frau, Freundin, was auch immer es war. Und ja, ich habe die Walker schön überholt. Fand ich sehr lustig, weil, wie gesagt, ich finde Walken eigentlich kacke. Deswegen, naja, ich habe walkenderweise zwei Walker überholt. Momentan sowieso bei uns, was im Wald da oben abgeht, ich manchmal frage ich mich, ich habe damals mal gesehen, da haben sie ein Porno bei uns im Wald gedreht. Das ist aber auch schon ewig her. Ich wollte da mal hinterher da gehen und gucken, aber die sind dann irgendwo verschwunden und wahrscheinlich hätten die mich dann eh da rausgeschmissen oder entfernt. Und letztens habe ich wieder was erlebt. Ich war auch wieder mit den Hunden unterwegs und sehe ganz weit da vorne jemanden mit einem Pferd. Ist ja nichts Ungewöhnliches, vor allem nicht bei uns im Wald. Wir haben sehr viele Reiterhöfe hier in der Gegend und so. Und der oder die, ich konnte es nicht erkennen, es war eine die, kann ich ja sagen, da muss ich nicht jedes Mal das irgendwie umschreiben. Die gute Frau war mit dem Pferd da unterwegs und war sehr langsam. Ich kam dann auch immer näher und ich habe gesehen, das Pferd war da Gras am Fressen und dann ging sie irgendwann weiter mit dem Pferd, immer mit dem Rücken zu mir. Und ich dachte schon so, irgendwie sieht das komisch aus, denn die hatte einen Mantel an, einen hellbraunen Mantel, ein schwarzes Pferd und der Mantel hat so eine Kapuze. Und es ist ja schon ungewöhnlich, ein Ledermantel, dass er eine Kapuze hat. Also da habe ich selten mal gesehen, dass ein Mantel eine Kapuze dran hat. Das ist verschluckt. Und ich gehe weiter und komme auch immer näher, weil die halt auch da ganz langsam war. Ist dann aber abgebogen um so eine Ecke. Da kann man quasi, da kommt eine Straße, da geht man nochmal über diese Straße drüber auf die andere Seite vom Wald und da kommt dann so eine Kreuzung, wo ich dann immer links hochgehe, so eine Trampelfahrt da hoch und geradeaus kann man in drei Richtungen weg, in verschiedene Richtungen halt. Und ich komme so um die Ecke und dann genau in dieser Kreuzung ist sie rechts abgebogen. Und man kann nicht diese Ecke nach rechts kann man nicht einsehen. Dann bin ich auf jeden Fall lang und ich gucke in die Ecke und die steht direkt vor mir, also die ist quasi nur um die Ecke und stand da und das Pferd war da am Fressen und die auf dem Pferd guckt mich an so und ich guck, ich denke, was ist denn da los? Hat einen auf Cosplay gemacht, hat sie so Elfenohren angeklebt, irgendwie Kontaktlinsen drin, andere Augen und also ich glaube so rot-lila waren die Augen irgendwie. Ja, die guckte mich an mit ihrer Kapuze so und auf einmal galoppiert die volle Suppe weg in irgendeine Richtung da und ich dachte, was war denn das jetzt? Also entweder hatte die einen an der Mütze, dass die ganz alleine durch den Wald rennt und einen auf Cosplay macht oder sie hat ihre Gruppe verloren oder die war da so drin, dass sie mich da mit einbezogen hat und hat so, oh mein Gott, er hat mich entdeckt, sich. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Fand ich sehr krass, weil ich kann ja damit noch was anfangen. Ich weiß ja, um was es da so geht, so ein bisschen, aber wenn ich mir vorstelle, meine Oma geht zum Beispiel allein durch den Wald, okay, ein bisschen übertrieben, wird sie nicht machen alleine, aber ich sag mal, meine Oma geht durch den Wald und sieht plötzlich so eine mit so spitzen Ohren und so Elfenaugen und so ein Kram. Finde ich sehr lustig, diese Vorstellung. Ja. Trinken. Ah, Gott, ich gehe kaputt.
Ihr merkt, ich bin absolut nicht in Topform heute. Ich gucke schon mal mein Handy. Das war so, was ich so erlebt habe. Das muss ich euch auf jeden Fall erzählen, weil ich habe ja jeden Monat immer so irgendwie so ein Highlight, was ich mir die ganze Zeit, was mir am Kopf bleibt. Und das war diesmal diese Cosplay-Tante da und ja, die zwei Walker, die ich da überholt habe. Was habe ich sonst noch gemacht diesen Monat, außer ein bisschen ja, Fahrrad geguckt und so ein Kram? Genau, dann habe ich oben bei unserem Wohnzimmer ein bisschen umgekramt und ich habe da ein DVD-Regal mir gekauft. Das ist das gleiche, was ich auch hier unten habe für meine Spiele, nur halt in weiß. Und da habe ich alle meine Filme reingekramt letztens. Ich glaube, bei Facebook hatte ich das auch gepostet. Ja, ich habe meine Filme gezählt. Ich dachte, es wären noch mehr. Aber es waren, sind tatsächlich, ja, wenn ich das sage, nur hört sich das ein bisschen bescheuert an, aber es sind 366 Filme hatte ich. Es sind jetzt noch ein paar dazugekommen, die ich jetzt bestellt hatte und noch ankamen. Also 370 Filme circa werde ich oben haben. Ja, ist natürlich eine. Ist eigentlich gut viel, wenn man es mal so sieht. Ist natürlich eine große Sammlung, aber ich hatte echt damit mit gerechnet, dass es mehr als 500 wären, weil man konnte man vorher, hatte ich die an verschiedenen Plätzen bei mir oben. Ich hatte so Zickzackregale an der Wand, wo die sich schon in mehreren Reihen übereinander gestapelt hatten und diese DVD-Schuber. Ihr kennt die, wo man so reindrückt und dann kommen die so rausgeplöppt. Die Hüllen. Da hatte ich drei Dinger von komplett voll. Also ich dachte echt mit, das wären mehr als 500 gewesen, aber es sind doch nur 366 gewesen. Naja, gut. Aber ich habe endlich meine, boah, ich muss mal eben mein Auge hier jucken. Alter Schwede, ich glaube, ich werde echt krank. Scheiße. Ah. Ich habe endlich die Studio Ghibli-Filme geguckt. Ich habe zuerst geguckt, mit meiner Frau zusammen das wandelnde Schloss. Also, ich muss sagen, ich kann ja mit diesem ganzen Kram noch ein bisschen was anfangen und habe einen Bezug dazu, weiß, was das alles soll und dass die Japaner oder wo immer das herkommt, ein bisschen krank sind mit sowas und da etwas skurrile Sachen haben. Aber meine Frau konnte damit so gar nichts anfangen, hatte ich das Gefühl. Und sie war auch dann froh, als der Film, glaube ich, vorbei war. Sie hat es auch nicht ganz verstanden, ich meine, wir haben es beide nicht verstanden, das wandelnde Schloss. Ja, es geht ja darum, dass. Das Mädchen da verflucht wird und wird dann ganz alt und versucht dann halt, reist da aus irgendwie und versucht diesen Fluch zu lösen und lernt dann Haoro, heißt er glaube ich, kennen, diesen riesigen Magier und am Ende ist es ein, ich keine Ahnung, es war mir einfach zu viel Gedöns und ich habe auch nie verstanden, warum dann die alte Frau, also das Mädchen, zwischendurch wieder jung war und dann war sie wieder alt und dann hatte sie wieder. Dann sah sie jung aus, hat aber graue Haare. Ich habe da nicht durchgeblickt, das war mir einfach zu hoch irgendwie. Und dann hat meine Frau gesagt, komm, guck die anderen mal schön alleine. Mir ist das zu viel. Ich habe dann am nächsten Morgen, ich hatte da Spätschicht, habe ich dann geguckt, Chihiros Reise ins Zauberland. Und zuerst dachte ich, ah, willst du denn jetzt echt gucken? Gestern Abend der Film, der war so ein bisschen, nicht ein Reinfall, aber hatte ich doch mehr erwartet. Und dann habe ich ihn doch mal angemacht und habe ihn geguckt, so nebenbei. Und bin tatsächlich davor kleben geblieben, denn Chihiros Reise ins Zauberland ist, ja, kann man halt gar nicht so vergleichen. Das ist halt ein normales Mädchen. Es geht zwar auch dann um Zauberei, wenn sie im Zauberland ist, klar, sonst hieß es nicht im Zauberland. Aber es war doch ein sehr cooler Film, so im Nachhinein. Zwischendurch dachte ich auch ein paar Mal, boah, was ist das schon wieder für ein skurriler Kram mit diesem, wie, die meisten werden den wahrscheinlich gesehen haben. Diesem komischen Dreckmonster, was da reinkommt, dieses Riesenvieh, was die dann sauber machen und dann verschwindet der wieder. Und alles skurriler Kram war irgendwie. Aber trotzdem fand ich den Film echt gut, muss ich sagen. Ja, ist halt die Geschichte von dem Mädchen, das da ins Zauberland kommt und mit ihren Eltern dann wie so eine andere Welt verschwindet und die Eltern werden dann in Schweine verwandelt und dann muss sie, um ihre Eltern zu retten, und wieder zurück zu können, muss sie in diesem Badehaus, was es da gibt, muss sie arbeiten. Ja. Und da gibt es, passiert halt wieder ganz viele skurrile Sachen und sie verliebt sich dann in den Magier-Prinz-Typ da, der sich in Drachen verwandeln kann und so weiter und so fort. Ist halt auch, boah, meine Nase läuft, leckt mich am Arsch, das ist doch scheiße. habe ich nicht hier irgendwo ein Tempo? Ha! Ich habe eins. Lasse ich das jetzt drin oder schneide ich das raus? Jetzt ist besser.
Ja, es ist halt wieder mal sehr skurril gewesen, dieser Film. Genau wie das Wandelnde Schloss auch. Aber ich fand ihn besser. Ich fand ihn wirklich gut. Also muss ich schon sagen, da habt ihr mir nicht zu viel versprochen. Aber dann habe ich am Tag darauf oder war es sogar abends nach der Arbeit, habe ich dann gedacht, komm, zieh dir direkt den dritten Film auch noch rein, den du da hast. Das war Das Schloss im Himmel. Und das war, da konnte ich wieder gar nichts mehr tun. Das war so. Ist das Steampunk? Ich habe da keinen Plan von. Ja, da war mir zu viel mit Robotern, mit Rumgeballer und so. Und irgendwie, ich habe den auch nachher dann nur nebenbei verfolgt. Ich habe mir dann lieber von Yeti Win die totale Langeweile angeguckt. Nee, das war nichts. Also, wenn ihr da Filme habt, die so in Richtung Chihiros Reise ins Zauberland gehen, dann könnt ihr mir die gerne empfehlen. Da werde ich dann mal gucken, dass ich die bekomme irgendwie. Aber so Sachen wie das Schloss im Himmel oder das wandelnde Schloss, das ist mir irgendwie, keine Ahnung, das war nicht so richtig was für mich. Schade. Obwohl die Filme von der Zeichnung, von der Zeichenqualität und von allem natürlich großartig sind, das muss man sagen. Ganz klar. Ist ja nichts Animiertes, sondern wirklich gezeichnet. Und das ist heute ja relativ selten. Gut. Studio Ghibli-Film hätten wir auch abgehandelt. Was kann in diesem Monat noch alles? Wir haben letztens Predators geguckt. Den gab es ja bei. Es tut mir leid, wenn ich das hier die ganze Zeit so mache, aber bevor ich hier ständig Aufzug spiele, mache ich mal lieber so. Predators haben wir geguckt, denn es gab bei Amazon so eine Aktion: 4 Blu-rays für 30 Euro. Da habe ich gekauft: Der blutige Pfad Gottes, Predators, Inglourious Basterds und Romper Stomper mit Russell Crowe. Die habe ich noch alle noch nicht gesehen, außer. Nee, Quatsch, ich erzähl Blödsinn. Ich habe Inglourious Basterds und Der blutige Pfad Gottes habe ich schon gesehen, aber die fehlten mir noch so. Ihr merkt, ich bin heute nicht ganz auf der Höhe. Ich bitte das zu entschuldigen. Ja, dann habe ich. Kommen wir mal dahin, was ich alles gekauft habe diesen Monat. Denn so viel, wie gesagt, erlebt habe ich eigentlich gar nicht mehr. Was habe ich gekauft und was habe ich gespielt im Monat Mai? Gekauft habe ich erstmal jede Menge Retro-Sachen. Ich habe es letztens bei Facebook gepostet. Ich habe Gran Turismo 1 und 2 habe ich nachgekauft. Ich habe Tekken 3 gekauft. Ich habe Final Fantasy 10 wieder neu gekauft. Ich hatte die ganzen Sachen, habe sie aber damals in einem Wahn von ich brauche Kohle alle verkauft. Oder das war, glaube ich, mehr so ein Wahn von ich brauche den Kack eh nicht mehr. Ich habe jetzt eine PS3 oder irgendwie sowas. Deswegen habe ich sie leider alle verkauft und ja, ärgert mich ein bisschen. Und ich hatte das Glück, dass der gute Beliskner, ein alter Freund von mir aus dem Trophäenforum, der ja ist momentan wohl auch auf diesem Collection und alte Spiele-Trichter gekommen und hat da viele Sachen doppelt gehabt und hat mir dann ein Riesenpaket zusammengestellt für, ich glaube, 35 Euro. Fand ich ganz fair. Ja, habe ich direkt genommen. Und dann habe ich noch gekauft, was war denn da noch alles bei? Gran Turismo 4 war auch noch dabei. Es fehlt nur noch Teil 3. Den hatte ich damals in dieser roten Hülle, das heißt eben Bundle. Ja, das werde ich wahrscheinlich nie wieder kriegen, leider. Leider habe ich das Ding auch verkauft damals und das war wirklich das Spiel, was ich auf der PS3 am meisten gespielt habe, Gran Turismo 3. Naja, dafür kam diesen Monat, oder es kam gestern kam es an, wieder mal ein Rennspiel. Das ist auch direkt eins von den aktuelleren Sachen diesen Monat, nämlich, ja, Grid 2 kam an. Ich habe gar keinen Plan, was Grid 2 ist. Es ist von Codemasters Racing und die haben ja eigentlich immer ganz gute Sachen gemacht. Ja, werde ich nachher mal anspielen oder morgen oder wann auch immer, mal gucken. Und dann irgendwann ein kleines Video dazu machen. Wird sich ja anbieten, dass ich dann noch mal was mit Camp Fusion mache. Jo, ist bestimmt ganz interessant. Ich habe keine Ahnung, Grid 1 habe ich nie gespielt und Race Driver, wo das Ganze ja herkommt oder heraus resultiert, habe ich auch nie gespielt. Deswegen gehe ich da komplett unvoreingenommen ran und mal gucken, was da so bei rauskommt. Dann ist noch angekommen, ich habe mir Fire Emblem Awakening gekauft von meinem Amazon-Gutschein, den ich durch meinen Amazon-Partner-Gedöns bekommen habe. Erstmal danke an die Leute, die mich da immer unterstützen oder was darüber gekauft haben. Einige Sachen hat da auch ja, meine Freunde und Family und so, die kaufen auch schon mal darüber und da hatte ich jetzt, ich glaube, 35 Euro hatte ich zusammen oder 30 und habe Fire Emblem Awakening habe ich quasi für 9 Euro bekommen. Und das Spiel ist echt krass. Also normal bin ich ja kein ja, so ein Strategiespiel-Fan, aber Rollenspiele mag ich. Und das ist so eine Fire Emblem Awakening ist so eine Mischung aus Rollenspiel und Strategie und
Ja, ich mag das einfach, auch dieses indirekte Kämpfen, weil ich kämpfe ja nicht selber, sondern ich wähle nur die Einheit aus und sage, du kämpfst jetzt da gegen den und bla bla. Das finde ich eigentlich ganz cool. Deswegen, doch, ich muss sagen, ich habe auch jetzt schon in einem Monat an diesem Spiel über 10 Stunden verbracht, sogar 11, glaube ich, mittlerweile. Das ist für mich echt eine Seltenheit, denn meistens spiele ich Spiele halt mal an und wenn ich so ein paar Stunden gespielt habe, dann kommt das nächste schon wieder ran und so. Und dann spiele ich das und habe Bock auf irgendwas anderes. Ja, aber das ist echt was, was mich nochmal gefesselt hat seit langem. Dann ist auch noch angekommen Donkey Kong Country Returns. Habe ich mir gekauft, nachdem Nintendo es mir leider nicht geschickt hat. Boah. Und es tut mir immer noch leid, dass ich hier schniefe. Ja, ich musste mich da schon wieder aufregen, denn nachdem ja bei Luigi's Mansion war es, glaube ich, und wo war es noch? Wo auf jeden Fall irgendein Kram dabei, wenn ich immer sehe, was die Leute da geschickt bekommen von Nintendo und was da immer das noch für ein Gedöns mit bei ist, da denke ich mir immer, lasst diesen Kack doch weg und schickt mehr Spiele raus. Und jetzt bei Donkey Kong Country Returns war es schon wieder so. Da hatten einige dabei, oder ich glaube, jeder hatte das dabei, der es von Nintendo geschickt bekommen hat, einen Schokoriegel von Chiquita mit Banane, haha, cooler Gag, dann einen Plastikbecher in Form einer Kokosnuss zum Trinken mit Strohhalm und eine so eine Aufsteller-Papppalme von Donkey Kong. Klar, ist alles Schrott irgendwie, aber ist trotzdem cool, wenn man sowas bekommt. Und auf der anderen Seite, lasst es doch weg. Also, naja, ist auch egal. Ich möchte dieses Thema nicht schon wieder auffassen, denn Nintendo hat mir für Animal Crossing New Leaf einen Code mehr oder weniger zugesichert. Ich muss den guten Mann jetzt demnächst nochmal anschreiben und ja, werde mal sehen oder hoffen, dass ich da tatsächlich diesen Download-Code von bekomme, von Animal Crossing. Das wäre ein Spiel gewesen oder ist ein Spiel, was ich mir jetzt nicht kaufen würde, weil ich ja noch nie Animal Crossing gespielt habe und jetzt nicht da auch noch, weil ich so viel 3DS-Sachen momentan habe, auch noch so viel Geld für ausgeben würde. Aber wenn ich natürlich den Link bekomme und kann dazu ein Video machen, umso besser. Jo, was war denn noch? Ich muss noch mal reingucken. Lü. Fire Emblem, Grid 2, Donkey Kong Country Returns 3D habe ich mir gekauft. Und jede Menge günstige 3DS-Spiele, denn ich brauchte Punkte für den Club Nintendo, weil ich da was haben wollte. Hier dieses Teil, na, das hier für die Wii, hatte ich mir da geholt. Da fehlt ein paar Punkte. Ich denke, komm, du willst eh noch ein paar 3DS-Spiele aufstocken, bestell mal ein paar günstige. Gibt ja mittlerweile manche für 9 oder 10 Euro. Da habe ich mir so Sachen wie, was war noch bei? WWE All-Stars und Dream Trigger, was so ein bisschen ist wie Child of Eden, nur halt nicht so gut. Es ist irgendwie kacke, ich finde es viel zu schwer, ich komme gar nicht klar, ich bin direkt immer gestorben. Jo, das waren so die Sachen, die ich gekauft habe. Und Anfang des Monats hatte der gute Yeti-Win, muss ich sowieso gleich noch was zu erzählen, denn der hatte ja wieder eine super Idee mit diesem Nerd-Geständnis und der ganze Kram. Aber der hatte ein Spieletagebuch hochgeladen zu Zelda Skyward Sword. Und dieses Tagebuch hat mich dazu gebracht oder hat mich so überzeugt von erstens diesen Tagebüchern und zweitens auch von Zelda Skyward Sword, dass ich angefangen habe, Zelda Skyward Sword zu spielen. Und habe gleichzeitig angefangen, ein Spieletagebuch dazu aufzunehmen. Gut, ich war am Anfang ziemlich angetan davon und euphorisch und habe da auch die ersten paar Tage gut gefilmt und zusammengeschnitten und alles. Aber irgendwie, dann habe ich eine Woche keine Zeit gehabt. Und am Wochenende habe ich dann Videos produziert und dann habe ich wieder eine Woche keine Zeit gehabt und dann hatte ich irgendwie auch keinen Bock mehr, Zelda weiterzuspielen. Habe dafür in einem Video Dragon's Dogma angespielt, was ihr ja gesehen habt. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gerne Dragon's Dogma weiterspielen würde. Was ich bisher auch noch nicht getan habe, weil ich keine Zeit habe. Aber jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich habe zwei Parts vom Spieletagebuch, was keinen Sinn macht, hochzuladen, denn ich weiß nicht, ob ich da Bock zu habe, da weiterzumachen. Deswegen lasse ich das erstmal da liegen. Wundert euch also nicht, wenn irgendwann mal ein Part vom Spieletagebuch kommt, wo dann das Datum von Mai drin steht. Ja, ich warte einfach mit dem Hochladen mal. Es tut ja keinem weh, wenn ich es nicht hochlade. Außerdem habe ich genug andere Sachen in Planung, die in nächster Zeit kommen werden. Also keine Panik. So, kommen wir mal zum guten Yeti-Win, was ich da eben ansprechen wollte. Anfang des Monats hatte er die, oder es war glaube ich am letzten des letzten Monats, hat er ein Video hochgeladen, Geständnisse eines Nerds. Fand ich ganz cool, habe ich direkt eine Videoantwort zugemacht, habt ihr wahrscheinlich eh alle gesehen. Ja, und da kamen ja bei ihm Videoantworten rein, sogar von Giga und so ein Kram.
war schon sehr beeindruckend, was er da wieder auf die Beine gestellt hat. Warum habe ich nie solche Ideen? Naja, egal. Auf jeden Fall hat er mich dann kurz danach angeschrieben, ob ich nicht Bock hätte, mit ihm zusammen ein Video zu machen. Und haben wir auch gemacht. Wir haben dieses Top 5 GameCube-Spiele-Video gemacht, was ich dann bei mir hochgeladen habe. Und ich denke mal, dank Yeti Win, er hat mich dann auch nochmal in seinem Video erwähnt, in dem totale Langeweile-Vlog, hat er mich nochmal erwähnt und anderen Leuten empfohlen. Und vor ein paar Tagen hat mich der gute Tommy Hawk empfohlen aus seinem Kanal, was mich sehr begeistert hat. Da war ich echt total geflasht, als ich gesehen habe, meine Lieblings-YouTuber Folge 2, Finchi. Ich dachte, alles klar, so weit ist es schon gekommen. Cool, freut mich sehr. Und ich merke echt diesen Abo-Zuwachs. Boah, ich bin total zu scheiße. Ich sollte gleich ins Bett gehen. Kennt ihr das, wenn ihr das hier hinten so hängen habt und irgendwann löst sich was, dann könnt ihr es runterschlucken, was zwar eklig ist, aber ihr fühlt euch viel besser. Das hatte ich gerade. Ja, und ich merke diesen Abo-Zuwachs tatsächlich. Also Anfang des Monats hatte ich mein 400 Abonnenten-Special und jetzt kann ich bald schon ein 500 Abonnenten-Special machen. Also krass, das hätte ich nicht gedacht, dass es das auf einmal so schnell geht. Damit herzlich willkommen an alle Neuen. Danke an alle Alten, dass ihr immer noch da seid und so weiter und so fort. Jo, ich gucke nochmal hier auf meinen schlauen Merkzettel. Da, 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 da. Im Prinzip haben wir alles so weit abgearbeitet, was ich diesen Monat so gemacht habe, gekauft habe, gespielt habe und was auch immer. Gucken wir mal kurz ein bisschen nach vorne, denn als nächstes kommt der Monat Juni, beziehungsweise wir haben jetzt schon Juni. Ja, was passiert im Juni? An Spielen kommt im Juni fast nichts. Es kommt halt Animal Crossing New Leaf, wo ich wahrscheinlich ja den Code zu bekomme und wenn nicht, werde ich es mir dann doch kaufen. Mal gucken. Das war's, glaube ich, schon. Ich weiß nicht, kommt The Last of Us schon im Juni oder im Juli? Ist auch Wurst, auf jeden Fall. Ich muss mir dann mal die Demo runterladen, mal anspielen, aber ich glaube, das ist kein Spiel, was für mich irgendwie, naja, zum Release direkt da sein muss. Keine Ahnung, mal sehen. Jetzt muss ich noch niesen. Ja. Oh Gott. Entschuldigung. Alkohol tötet Bakterien, ne? Mein Handy vibriert. Alter Schwede, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja. Das war's schon, was ich kaufen werde im Monat Juni. Aber was vielleicht im Juni kommt, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das schaffen werde. Ich habe da auch was geplant. Mir ist endlich mal eine coole Idee gekommen für eine Videoreihe. Und zwar wollte ich immer schon mal ein paar Top-Listen machen. Videospielbezogene Top-Listen. Ich habe ja schon zwei gemacht, die Zelda-Lieder. Dann habe ich meine Top 5 GameCube-Spiele jetzt gemacht mit Yeti Win und meine Top 10 Remixe von Videospielmusik. Ja. Und deswegen hatte ich jetzt dank dem Yeti Win die glorreiche Idee, dass ich doch Top-Listen machen könnte mit verschiedenen YouTubern zusammen, so wie ich das mit Yeti Win auch gemacht habe. Das heißt, die Leute nehmen ihre Videos auf zu bestimmten Themen, schicken mir das und oder über YouTube und ich lade es runter oder wie auch immer und ich bastel da was Schönes draus mit meinen Top 5 meistens und den Top 5 der anderen Leute und mache da eine kleine Videoreihe raus. Ja, dieser kleinen Idee sind jetzt mittlerweile 12 Zusagen schon geworden und ich habe schon zwei beziehungsweise drei Videos, die ich schon hier habe, die ich jetzt schon bearbeiten kann und so. Ich will aber das nicht alles nacheinander hochladen, sondern also so vereinzelt, sondern ich möchte warten, bis ich immer so fünf zusammen habe und die dann jeden Tag hochladen und dann die nächsten fünf kommen dann mal anders. Und ja, mal gucken, wann das kommt. Ich will noch nicht zu viel verraten, wer da so bei ist. Aber ich habe da echt coole Leute zusammenbekommen, die da mitmachen wollen oder die bereit sind, da mich ein bisschen zu unterstützen und ein Video für mich zu drehen. Jo, ich würde sagen, bevor ich jetzt hier gleich komplett zu bin und ihr mich gar nicht mehr versteht und nur noch denkt, was sitzt da für ein Trottel vor der Kamera, mache ich jetzt mal aus. Ich spiele, glaube ich, noch ein Ründchen Grid 2 und dann gehe ich auch ins Bett, denn morgen Abend ist wieder Nachtschicht angesagt. Yay. Jo, ich würde sagen, Prost, bis demnächst.